Hallo und herzlich willkommen zu Mario Kart 7. Wir spielen heute den Blitzcup, also damit den finalen Offline-Cup. Und wir haben dabei Shy Guy, Min in der Clownskutsche und mit den Pilzrädern. Gut, so, da haben wir schon mal das Wichtigste gesagt. Das hier ist der Cooper Cup. Den kennen wir aus Mario Kart Wii. Die meisten von uns zumindest. Ja, ist eine ganz schöne Strecke. Hier gibt es auch eine kleine Änderung, die, na, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich na, nicht so gut. Und zwar, da kommen wir jetzt auch gleich sofort schon hin. Na komm. Hier seht ihr, die Röhre, die war früher nicht komplett geflutet, sondern es gab einfach nur so einen kleinen Bach, auf dem man schneller war. Und dann gab es da so eine Art Strom. Blitze, könnte man es auch nennen. Und die konnten dich klein machen. Gut, die waren ein bisschen nervig, klar. Das stimmt schon. Aber ja, dennoch. Gefällt er mir so nicht so gut. Und ich kann gerade mein Item hinten gar nicht halten. Geht absolut nicht. Dann lassen wir das auch. Das macht nichts. Da stehen wir ja drüber, dass wir Items nicht wirklich einsetzen können. Das kennen wir ja kaum anders. Ne? Deswegen. Gut, aber jetzt kommen wir mal zu ein paar wichtigen Themen. Und zwar ist das ja jetzt der endlich, also wirklich endlich. Ich muss sagen, ich bin froh, dass die Offline-Cups dann endlich durch sind. Wirklich. Und wir dann wirklich online spielen können. Mein WLAN ist ja nicht da, wie gesagt, aber spielen können wir trotzdem. Gott sei Dank. Und ja, ich habe ja einen Testlauf gestartet, letzte, also diese Woche. Oder war es am Wochenende? Ja, genau, das war Samstag. Samstag war das. Und da musste ich feststellen, dass ich, wenn ich zu spät online komme, also kurz vor 5, war ich da. Das geht nicht. Kann ich nicht bringen. Weil da war schon irgendwie eine Gruppe am Spielen und ich bin in eine zweite Gruppe reingerutscht und war da alleine mit einer anderen Person. Und die Person ist auch gleich negativ aufgefallen. Und zwar wurde durchgehend nur Wuhu Bergland gewählt, um da den Glitch zu benutzen. Ja. Sehr sportlich. Da möchte ich schon mal sagen, es wäre schön, wenn ihr nicht nur Wuhu Bergland wählen würdet. Und wenn ihr Wuhu Bergland wählt, was ja an sich nicht schlimm ist, dann fahrt die Strecke bitte so, wie es vorgesehen ist. Und nicht, dass wir da alle nur den Glitch ausführen und die Strecke alle in 1 Minute 15 da absolvieren. Das bringt's voll nicht. Gut, das war ja einfach. Warum war das so einfach? Bin ich überhaupt auf 150 Kubik gegangen? Das kommt mir jetzt komisch vor. Doch, ist 150 Kubik. Na gut, alles klar. Na, schön. Passt schon. Naja, auf jeden Fall, das hat nicht so gut geklappt. Also werde ich beim nächsten Mal, wenn wir dann wirklich online fahren, sehr früh online kommen. Dass ich auch sicher bin, dass ich vor allen anderen da bin und das Spiel hosten kann. Das wäre nämlich doch besser, würde ich sagen. Also für mich jetzt. Liegt vielleicht auch an meiner nicht so guten Internetleitung. Ach, müssen wir mal gucken. Wird sozusagen ein zweiter Test. Aber der zweite Test wird dann definitiv aufgenommen. Ich weiß auch nicht, wie viele tatsächlich da waren. Deswegen kann ich da auch nicht viel zu sagen. Ich habe ja nur den einen gesehen. Aber gut, machen wir nächstes Mal anders, dann klappt's. Und der Termin wird übrigens am Donnerstag bekannt gegeben. Das Video hier solltet ihr am Mittwoch bekommen, wenn alles klappt. Und ja. Ja, da gibt es nur eine Sache, die schief gehen könnte. Ja, jemand könnte meine Steckdose zerschießen heute. Dann habt ihr es natürlich nicht Mittwoch. Wenn ihr es Mittwoch habt, lebt meine Steckdose noch und alles sollte gut sein. Ja, jetzt könnte man sagen, nimm doch eine andere, aber ja, hier gibt es nur so ein ganz paar und an der anderen hängt schon so Fernseher, Xbox, Wii, PS3, Surround-Anlage, Receiver. Hängt da noch irgendwas dran? Router?
Ja, und ich glaube sogar noch mehr. Ist auch egal. Das kann ich auf jeden Fall nicht bringen. Wow. Geile Abkürzung. Ja. Aber ich nehme an, ihr kriegt das Video deswegen. Alles gut gelaufen. Dann gibt es Donnerstag den Termin. Und, ja, ich lege mich da eigentlich jetzt schon fest. Das wird Samstag 17 Uhr werden. Ich glaube, das war auch der letzte Testtermin. Ich denke mal, dass ich das wieder genauso machen werde, weil da bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass ich Zeit habe. Und ich denke mal, Samstag 17 Uhr ist auch für die meisten eine ganz angenehme Zeit zum Mario Kart spielen. Und das werde ich so ungefähr, das wird so laufen. Also wir treffen uns ja in meiner Community. Die kann ich ja auch nochmal in die Beschreibung klatschen. Werde ich aber auch ins Ankündigungsvideo nochmal machen. Und auf meinen Kanal werde ich die auch mal packen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so dumm. Auf jeden Fall treffen wir uns da und dann fahren wir auf jeden Fall einen Cup, den ich aufnehme. Und ich denke mal, dass ich dann noch zwei, drei Cups so mit euch fahren werde. Wer dann Bock hat, kann halt noch mitfahren. Und die, die nur mitfahren wollen in der Aufnahme, die müssen halt im ersten Cup dabei sein. Ganz einfach aus dem Grund mache ich das so, weil ich auch mal ein bisschen ganz normal spielen möchte. Ohne dass ich dauernd meinen DS im Liegen positioniere. Und ich möchte halt auch mal, was wollte ich denn jetzt? Jetzt habe ich total den Faden verloren. Fliegende Festung, DS übrigens. Ja, schauen wir uns doch mal die Strecke an. Was wollte ich? Was wollte ich denn? genau. Es ist einfach so, dass ich es nicht schaffen würde, 3 Mario Kart 7 Videos die Woche hochzuladen im Moment. Also das würde definitiv nicht gehen. Die haben immer so 1,3 Gigabyte groß sind die Dinger. Ja, das ist halt, wenn ich euch das hier in vernünftiger Qualität zeigen möchte, komme ich dann nicht anders, geht's nicht anders. Und da ich für 1,3 Gigabyte 13 Stunden hochlade und ich auch noch ein paar andere Spiele hochladen möchte außer Mario Kart 7, habe ich halt dieses kleine Handicap hier. Und ich denke mal, ein Mario Kart 7 Online-Video die Woche muss erstmal reichen, bis die neue Leitung endlich mal dann da sein sollte. Es nervt, ja. Aber es ist nun mal einfach so und es lässt sich nicht ändern zurzeit. Aber sobald die Leitung dann da ist, wird es auch mehr Mario Kart 7 geben. Weil dann kann ich das mal eben so in einer Stunde hochprügeln, dann ist mir das so ziemlich egal, ne? Dann kann ich auch theoretisch 13 Mario Kart Videos am Tag hochladen, wenn ich die Zeit hätte, sie aufzunehmen, natürlich. Das wäre dann die nächste Voraussetzung. Das kriege ich nämlich auch nicht hin, Leute. Geht mal so gar nicht. Aber okay, Oh, DS Fliegende Festung, was gibt, können wir denn darüber mal sagen? Das ist eine Scheißstrecke. Ist nämlich, ja, na gut, obwohl eigentlich, es geht. Es geht, es geht. Und ich habe mal gesagt, über die Reifen und so, dass mir das Handling vollkommen egal ist und dass man das gar nicht merkt, aber ich glaube, da muss ich auch ein bisschen zurückrudern. Ich finde doch schon, dass man das Handling recht stark merkt. Leider Gottes, das bedeutet wiederum, dass ich jetzt keine Charaktere mehr mit extremen Tempowerten nehme, weil die alle ein ganz schlechtes Handling haben und mich, und es mir dann doch leichter fällt, mit Charakteren wie Shy Guy oder Lakito zu spielen, die extrem gutes Handling haben, vor allen Dingen hier mit den Pilzreifen. Also die Pilzreifen sind vom Handling her wirklich genial und haben dabei noch recht gute Tempowerte, zumindest in den Kombinationen, wie ich sie bis jetzt gefahren habe. Also es macht ja sehr, sehr schön. Wo starte ich? Oh, okay, das geht ja noch. Ich glaube, ich gar nicht so groß Verlust gemacht, bis auf die Münzen. Ja. Und ich bin jetzt übrigens ein Ein-Sterne-Fahrer. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe nämlich alles mit einem Stern abgeschlossen. Das ist gar nicht mal gut, weil man, egal wie man das macht, es immer mit einem Stern abschließt. Naja, okay. Ich sag mal, ist okay, besser als nichts, ne? Mal gucken, vielleicht habe ich ja bis Samstag schon ein paar mehr Sterne. Ich hoffe es mal. Kommt auch ein bisschen auf meine Zeit an. Ich habe aktuell Spätschicht und da ist es immer, ja, sehr blöd eigentlich. Vor der Arbeit habe ich dann sowieso keinen
keine große Lust zu spielen, weil da geht mir die Zeit dann einfach zu schnell rum und es nervt. Ich hab's ganz gerne, wenn ich hier Zeit habe. Und das ist übrigens SNES Regenbogenpiste, Regenbogenboulevard. Ich weiß es nicht, habe jetzt nicht drauf geachtet. Ist auch relativ egal. Ja, jetzt mal ein bisschen auf die Strecke konzentrieren, ne? Na egal, die fahren wir jetzt ganz gemütlich hier ab. Ist eine schöne Strecke, ist auch eigentlich gar nicht so schwer. Zumindest nicht so schwer, wie sie damals auf dem Super Nintendo war. Also auf dem Super Nintendo war das für mich die Hölle. Ich weiß gar nicht, warum, wenn die wirklich so war wie hier. Ach, okay, auf dem Super Nintendo ist auch die Steuerung. Ach, ganz extrem beschissen, kommt immer drauf an. Ja, wer da natürlich sehr geübt ist, der kriegt's hin, aber... Ich hab's letztens noch gespielt, die Super Nintendo-Version. Ist gar nicht lange her, auf so einem Nintendo-Gruppentreffen von so einer Facebook-OS-Community-Gruppe. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen vielleicht nerdig an, aber da trifft man sich mit, ja, Nintendo-Fans und zockt so ein bisschen Turniere, labert über Zelda, dies und das. Ja, ist eigentlich ganz nett. Ganz ehrlich, macht Spaß. Wer der Gruppe beitreten will, das ist bei Facebook Nintendo_Rules. Ja, könnt ihr ja mal nachgucken. Habe ich jetzt mal Werbung dafür gemacht. Bin mal gespannt, ob da irgendjemand zustößt. Dann könnt ihr ja sagen, ja, okay. Nee, sagt es lieber nicht. Außer eben, wenn ihr euch nicht daneben benehmen wollt, dann könnt ihr es sagen. Aber ansonsten lieber nicht. Von wem ihr das kennt. Soll mir egal sein. Ja, wir haben den ersten Platz erreicht. Das ist so lala. Und ich glaube, ich habe den erst ziemlich verwackelt die ganze Zeit. Und das Bild könnte diesmal nicht ganz so toll sein. Also entschuldigt das bitte. Das wird dann beim nächsten Mal wieder besser. Ja, beim nächsten Mal, wenn wir dann endlich online spielen. Oh, das ist sogar sehr übel, würde ich sagen. Naja, schauen wir mal. Bis dann. Und ciao, Leute.